Good morning in the morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und Leute, warum so enthusiastisch heute? What the fuck? Okay, die neue Season ist endlich da und endlich komplett. Es ist einiges neu. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und ich würde sagen, let's go. So, wir sind hier gerade schon im Startbildschirm und wir drücken jetzt weiter. Leute, ich habe noch nicht gedrückt. Also, sieht schon ganz cool aus. Alter, das erinnert mich übel an so The Walking Dead oder so unten. Alter, das feiere ich schon sehr, muss ich sagen. Weiter. Okay, weiter. Okay, okay. So, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr hier wieder Unterstützer einer Ersteller L3 Erstellercode eingeben. Dann alles groß geschrieben. Zack, Unterstützung hinzufügen und so unterstützt ihr mich, falls ihr euch irgendwas im neuen Shop oder den Battle Pass oder so holen wollt in Warzone MW und hier in Cold War geht das, würde ich mich sehr, sehr freuen. Das kostet euch nichts und es unterstützt mich. Würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr meinen Code eingeben würdet. Dankeschön. Hier ist schon der neue Shop. Das hier ist auf jeden Fall, ach hier, der Battle Pass, okay. Dann gehen wir mal weiter. Battle Pass, willkommen zum Battle Pass. Hallo, willkommen. So, okay, weiter. So, also hier, sofortige Belohnungen. Gehen wir mal in Battle Pass ganz kurz durch, die paar Highlights hier. Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Leute, wirklich, diesen Charakter, die erinnert mich an meine Erzfeindin damals aus der Schule. Die Nase vor allem. Und deswegen kann ich den Charakter irgendwie nicht leiden, okay? Okay. Sag, dann hier der neue Operator. Ja, ist jetzt nicht so Special Meshel. Das hier finde ich ganz cool. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ein Emblem. Das Emblem finde ich eigentlich ganz geil. So. Dann haben wir hier die Galil, Leute. Da bin ich sehr gespannt, wie sie sein wird. Sie sieht schon mal cool aus. Ich bin gespannt, wie sie sich halt anfühlt. Da habe ich richtig Bock, dem nächsten Gameplay hochzuladen. Ein paar Baupläne, die sind ganz in Ordnung. Ich finde den Battle Pass eigentlich... Oh, die sieht ja cool aus. Auch für die MP5. Ja, die Tarnung sieht eigentlich... Also so vom ersten Eindruck finde ich den Battle Pass gar nicht so bad. Aber ich gehe hier gerade auch voll schnell durch. Was ist das denn? Ach, das ist die... Hä, wartet mal. So, dann haben wir die LC-10. LC-10, die sieht ein bisschen aus wie die Vector, oder? Ist das die Vector sogar? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, weiter geht's. So. Also die neuen Waffen, Leute, werde ich... Soll ich jetzt den Battle Pass einfach kaufen und wir machen jetzt schon mal ein neues Waffenvideo? Können wir ausprobieren? Ja, komm. Dann gehen wir hier mal ganz nach vorne auf Stufe 100 und kaufen alles. Was passiert hier jetzt? Stufe 1 frei... Hä? Ich will den ganzen Battle Pass jetzt kaufen, Mann. Battle Pass kaufen, hier. Ich hab doch schon die Punkte. So, jetzt. Damit wir auch einen... Ich hab noch Punkte übrig, Leute. Ah, so. Alles ist... Hä? Hey, Leute, bin ich gerade ein bisschen lost? Ich wollte jetzt irgendwie... Ich glaube, ich bin wirklich lost. Ich wollte hier jetzt den Battle Pass voll kaufen. Man kann alle irgendwie günstiger. Ich glaube, ich bin gerade einfach lost. Egal. In Warzone ist ja auch was Neues. Das schauen wir uns dann auch auf jeden Fall demnächst an. Wir haben hier Apocalypse. Fun Fact, so wollte ich mich eigentlich nennen auf YouTube, weil ich damals immer Zombie-Apokalypse gespielt habe und ich dachte, das hört sich gamermäßig an. Jetzt sagen alle, oh, zum Glück nicht wegen diesem Apokalypto-Clan. Keine Ahnung, was das ist. So, dann haben wir Waffenspiel, haben wir auch am Start und wir haben auch neue Maps. Wählen wir doch jetzt gleich einmal die neue Map aus, würde ich sagen. Okay. So, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt einfach mal die neue Map aus. Hier Apocalypse 24/7, dann müssen wir nicht lange suchen, bis wir eine neue Map bekommen. Okay. Warte mal. Was haben wir alle hier? Okay, let's go. So, meines Wissens sollten auch die Sniper etwas stärker gemacht worden sein. Deswegen würde ich sagen, probieren wir gleich mal eine Sniper aus, oder? Inzwischen. Bowie, du bist ein Howie. Ciao, Bowie, Maui, Klaui, Daui. Du schaust dir das gerade an, du kleine Saui. Ich hab gar nichts gemacht. So, Laos, Südostasien. Ich würde sagen, wir spielen jetzt auch mit Sniper. Das sind wir schon. Weil die wurden meines Wissens ein bisschen stärker gemacht. Hä? Leute, das sieht aus wie diese eine BO1-Map. Warte, wie heißen die? Mal schauen, ob die Sniper ein bisschen stärker sind. So, also an sich sieht ein bisschen aus wie Jungle. So ein ganz kleines bisschen. Und, oh nein, Leute. Ich muss an so einen Fortnite-Spot denken. Kennt ihr diesen Tempel da? Ich weiß nicht. Irgendwie muss ich daran hier denken. Alter, Leute, was ist das für eine Lobby, Mann? Alter, die Lobbys sind wirklich so, so schlimm.
But I want to teil meine ersten Erfahrungen with you. Hitmarker. Dass der gehittet hat, wundert mich. Fühlt sich irgendwie ein bisschen schwerer an. Habe ich gerade andere Einstellungen als in Berlin? Nee. Let's go. Also Pellington ist, macht ja... Oh, eigentlich schon viele Hitmarker. Ich war gerade gefühlt gar nicht drauf, aber es war trotzdem drauf. So, also jetzt vom ersten Gefühl würde ich schon sagen, dass die Sniper vielleicht ein bisschen... Oh nein, das ist Todbringer. Mann, zünde doch! Ich habe so oft gedrückt! Nein! Da oben hockt er drin. Nein! Du kleiner... Ach, der... Ja, Todbringer. Oha, wie schnell hat er den? Die Konterdrohne braucht ja jetzt auch ein bisschen mehr Punkte. Also der Todbringer ist halt schon sau... Oh, mein Gott. Oh, das war ein Colette! Das war ein Colette! Leute, das war ein Colette! No scope, let's go. Snipen... Oh, ist schon krass. Was hockt der denn da drüben, du hässlicher... Ich hasse die... Dieses Visier macht mich schon so aggro. Aber wisst ihr, welche Waffe mich richtig aufregt in letzter Zeit? Die Stoner. Oh, let's go. Hä, die Pellington ist safe. Ah, von hinten. Von hinten ist safe Stärke gemacht worden. Schaut mal, wie cool das hier aussieht. Das erinnert mich, Leute, hier das. Erinnert mich ein bisschen an diesen Fortnite-Tempel. Es tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid, dass ich daran denken muss. Es tut mir wirklich leid. Aber wirklich, ein bisschen erinnert mich das auch an Junkenloy. Was ist das denn? Dieser Rauch, der sieht ja cool aus. Hey Leute, schaut mal dieses Lila. What's that? Headshot, Bitch. Oh, hier kommen so viele. Ich habe so Angst. Hier habe ich richtig Angst. Was ist denn das für ein ekliger Headglitch hier oben? Nein, bitte helfen Sie mir. Ich will hier weg. Ich hasse es hier. Nein, 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 nein. Das ist mein Hassspot bei der Map. Das sehe ich jetzt schon. Bitte helfen Sie mir. Hä, aber so ein bisschen. Also, es ist eine geile Map, finde ich eigentlich. Oh, mein Gott. Also vom ersten Gefühl finde ich die ganz cool. Könnte der hier kommen? Ja, let's go. Ja. Oh! Leute, die Pellington hat so viele Hitmarker gemacht, die ist stärker. Das macht so Bock. Nein, warum gehe ich hier hin? Ich hasse den Spot. Das ist mein Magnet. Oh, oh mein Gott, Snipe macht so Bock. Komm, ich habe gerade irgendeinen kleinen Schuster gehört. Nein, irgendeinen kleinen Schuster gehört. Genau. Leute, schaut mal, dieser scheiß Straßenfeger. Straßenfeger, Typ 63 und Stoner fucken mich echt am meisten ab in dem Game zurzeit. Warum spielt jeder so eine dumme Kacke? Hä? Na! Hä? Leute? Entweder wurde die echt um einiges besser gemacht oder ich habe gerade einfach Glück. I don't. So, wir haben Todbringer. Ich nehme mal hier, hier war doch einer, glaube ich. Alter, da hinten ist noch einer. Ich muss raub! Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Oh mein Gott, Leute. Der Todbringer ist schon krass, dass der halt so... Oh, dass der halt so wenig Punkte braucht. Ich will hier weg. Nein, bitte helfen Sie mir. Ah, ha, 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 ha. Sehe schon auf YouTube, Leute, wirklich. Habe ich schon so Videos gesehen. Todbringer-Glitch. Unendlich Munition. Ich denke so, oh Mann, nee, lass mal. Aber das Snipen fühlt sich schon sick an. So, kommt. Noch ein paar Snipes. Let's go. Let's go. Ah! Was stehst du denn da? Aber ich finde die Map eigentlich ganz geil. Die müssen wir. Wo denn? Also, ich finde die Map eigentlich ganz geil. Die müssen mir dazu unbedingt eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Ich finde die Map eigentlich nice. Die gefällt mir schon, muss ich sagen. Weil die ist auch. Weißt du, erinnert mich ein bisschen an Jungle. Das von Fortnite ist jetzt eher nicht so gut, aber. Ethan Wright. Das ist ein cooler Name. Hey, I'm Ethan Wright, man. Maybe next time you are also the winning team. Also, das Snipen fühlt sich gerade viel, viel besser an.
Die Map finde ich auch cool und wir haben ja gerade erst einen Bruchteil davon gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit euch die nächsten Videos zu grinden, wo wir halt alles rausfinden, was hier in der neuen Season passiert. Auch mit Warzone und so habe ich richtig Lust drauf. Es wurde ja auch, wisst ihr, was ich cool finde? Bei zum Beispiel Kartell oder so wurden die Büsche einiges runtergemacht oder ein paar Hate-Glitches wurden verändert, was ich auch sehr gut finde. Also ich glaube, die haben mit diesem Update viel richtig gemacht. Aber ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ja, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Würde ich mich sehr freuen. Über ein Däumchen nach oben oder über ein Abo, wenn du noch kein Abonnent bist. Natürlich auch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschö.